Wer soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler. Gerade wandelten wir noch kurzärmlich durch den allzu milden, aber eben doch auch herrlich goldenen Herbst. Und mit einem Mal ist dann doch die Weihnachtszeit dramatisch nah und mit ihr die alljährliche Frage, was verschenken, was empfehlen? Zum Glück haben unsere VertreterInnen auch in der diesjährigen Sonderfolge »Wem soll man das alles schenken?« erneut ganz persönliche Tipps für euch. Der erste kommt von Tine Schlaglot aus Aachen. Für die mitunter schwierige Kategorie der Nimmersatten oder auch Wissensdurstigen. Meine Empfehlung für alle wissensdurstigen Leser, beziehungsweise noch genauer gesagt, die Geschichtsinteressierten unter Ihnen, ist das Buch Der Aufgang von Stefan Herdmanns, in dem es um ein Haus in Gent und seine Geschichte geht. Und zwar hat in diesem Haus nicht nur Stefan Herdmanns selbst 20 Jahre lang gelebt, sondern vor ihm in der Zeit während und nach dem Zweiten Weltkrieg auch ein gewisser Willem Verhüls, der, wie Stefan Herdmanns eines Tages erfährt, ein wichtiger V-Mann der Nazis und Mitglied der belgischen SS war. Jetzt geht Stefan Herdmanns in diesem Buch der Frage nach, was bringt einen Menschen dazu, diese unvorstellbaren Verbrechen zu begehen? Und wie kann auch eine Familie damit leben? Und es ist nicht nur ein Buch über die Geschichte der Familie oder dieses einzelnen Täters, sondern es ist auch ein Buch über deutsch-belgische Geschichte und über die noch immer anhaltende Zerrissenheit Belgiens. Und das Besondere dabei ist, was Stefan Herdmanns für eine Sprache findet, wie er darüber schreibt, wie er es schafft, uns das Gefühl zu geben, mit ihm dieses Haus das allererste Mal zu betreten und dann langsam Seite für Seite seine Geschichte zu entdecken. Für mich persönlich ist das ganz große Literatur. Ich hoffe, ich konnte einige Hörer und HörerInnen auch dafür begeistern und wünsche jetzt erstmal frohe Weihnachten und einen schönen Advent. Und in eben dieser Adventszeit erhöht sich laut David Gulde auch die Zahl der Sinnsuchenden, für die er deshalb dieses wunderbare Buch empfiehlt. Moin aus Hamburg, hier kommt mein Weihnachts- und Geschenketipp. Und ich habe ein ganz besonderes Buch mitgebracht für alle Sinnsuchenden. Die Weihnachtszeit ist ja eine sehr besinnliche Zeit und da kommt der ein oder andere auch öfter mal ins Grübeln. Und ich habe die perfekte Begleitlektüre für diese Zeit mitgebracht und das Buch heißt Face to Face von Thomas David. Das sind Gespräche und Interviews. Und wo kann man besser Sinn finden, als wenn man zwei wahnsinnig tollen Literaten und intelligenten Menschen im Gespräch zuhört oder in diesem Fall, indem man mitliest? Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es meine absolut liebsten Autoren sind tatsächlich. Das geht von John Irving über Ian McEwan, Sadie Smith, Patricia Highsmith, Bret Easton Ellis, Salman Rushdie, Toni Morrison, Joan Didion, James Salter, Sadie Smith, Teju Cole. Und da werden tiefe Themen erörtert und diskutiert. Was erwartet man im Leben? Was ist wichtig? Da gibt es zum Beispiel ein Zitat von Jean Renoir. Alles im Leben ist von Bedeutung, an das man sich erinnert. Das hat zum Beispiel James Salter in seinem Roman Alles, was ist, aufgegriffen. Also absolut großartig dieser Titel. Face to Face, Thomas David, kaufen, lesen, verschenken. So, und jetzt wünsche ich allen eine schöne Weihnacht und bis bald. Liebe Grüße aus Hamburg. Vom hohen Norden geht's ins wilde Wien, von wo Bettina Wagner nämlich die Buchidee für die Adrenalin-Junkies schickt. Für all jene, die den Nervenkitzel liegen, habe ich genau das Richtige. Katrin Engberg hat einen neuen Thriller geschrieben, Wintersonne. Man stellt sich einmal vor, eine verlassene alte Tischlerei, in dem eine Kettensäge steht, mitten im Raum. Dazu ein Fließband. Und auf diesem Fließband liegt ein Mensch, noch lebend, der sich stetig, aber mit ziemlicher Sicherheit zu dieser Säge bewegt. Szenenwechsel. In einem Park in Kopenhagen wird eine Leiche gefunden. In einem Koffer, aber es ist nicht eine ganze, sondern nur eine halbe Leiche. Für diesen speziellen Fall wird natürlich Annette wieder zugezogen. Und sie muss ermitteln. Diesmal allerdings ohne ihren Kollegen Jeppe, der sich gerade auf Bornholm befindet und eine Auszeit macht. Aber ich kann euch schon sagen, alle Wege führen auch in diesem Fall nach Bornholm und vielleicht begegnen sich Annette und Jeppe wieder und lösen diesen Fall gemeinsam. Ein richtig spannender,
rasanter Thriller von Katrin Engberg. Eine große Leseempfehlung. Und die nächste Empfehlung ist mindestens ebenso groß, jedoch eher für die Kleineren unter den Bücherfans gedacht. Christopher Gulde aus der Nähe Münchens hat sie für euch mitgebracht. Mein Tipp für das perfekte Weihnachtsgeschenk für Kleinkinder ist Hunds allein von Rob Bittorp. Die Geschichte von Hunds allein wird aus der Sicht von Jupp von Schlapperwitz erzählt, einem kleinen Mops, der in einem wunderschönen Haus wohnt und sogar seinen eigenen Hausmenschen im ersten Stock beherbergt. Und der macht auch gar nicht so viel Dreck, dieser Hausmensch. Er putzt sogar, er spielt gerne mit Bällen. Und wenn er was toll gemacht hat, dann kriegt dieser Hausmensch auch zum Lohn eine Pizza. Eines Tages, es ist Herbst, Jupp von Schlapperfels weckt seinen Hausmensch, um ihn an die frische Luft zu führen. Sie gehen in den Park, sie treffen einen Dobermann, sie treffen einen Reiher, einen Hasen. Und dann fängt es irgendwann an zu stürmen und sie versuchen sich vor dem Regen in Sicherheit zu bringen. Und irgendwie kommt dann der Hausmensch abhanden und Jupp von Schlapperwitz macht sich todesmutig auf die Suche nach seinem Hausmensch und findet ihn dann glücklicherweise am Ende der Geschichte wohlbehalten wieder auf. Auch der nächste Tipp wendet sich an die an Buchstaben nicht so Interessierten, nämlich die fast nie LeserInnen. Für die es laut Cedric Aigner in Winterthur natürlich auch das perfekte Buch gibt. Namen wie Kant, Schopenhauer, Platon, de Beauvoir oder Nietzsche sind uns allen bekannt. Aber kennen Sie auch die Theorie von diesen PhilosophInnen? Falls nicht, geht es Ihnen wie mir. Wer kennt es nicht, nach einem gemütlichen Nachtessen wird etwas philosophiert und schnell verliert Mensch den Anschluss ans Gespräch, weil einem das philosophische Wissen fehlt. Mit der Mini-Philosophie von Johnny Thompson kommt hier Abhilfe. Auf jeder Seite in diesem schmucken Geschenkbändchen widmet sich der Engländer einer Theorie oder einer wichtigen philosophischen Persönlichkeit. Geschmückt wird jede Seite mit einem vom Autoren erstellten Piktogramm. Mini-Philosophy ist auch für fast nie Leserinnen der perfekte Einstieg in die spannende und geistreiche Welt der Philosophie. Mit Jerry Thompsons Buch sollte also der Gesprächsstoff nicht mehr so schnell ausgehen oder zumindest über die Themen Wetter, Essen, Geschenke hinausreichen. Für alle, die hingegen auch gegen einen Familienkrach an Weihnachten nichts einzuwenden haben oder es zumindest nicht unentwegt harmonisch brauchen, hat unsere quasi Berlinerin Edda Striemer eine, nein, gleich zwei Ideen. Bei Unangepasst ist mir sofort eine Autorin in den Kopf gesprungen. So ähnlich lautet eigentlich auch der Titel. Simone Lappert, Der Sprung. Eine junge Autorin, die mir eine Geschichte einer jungen, unangepassten Frau präsentiert. Und das ist so gut geschrieben. Sie zeigt so fantastisch, wo unsere Gesellschaft eigentlich auch momentan steht. Und das macht sie ganz fein, unaufgeregt. Und sie zeigt auch dieses Schubladendenken, wie schrecklich das eigentlich ist. Dieses Buch hat so wunderbare Wendungen, eine Geschichte, die einem so nahe geht. Ich kann hier nur schwärmen und schwärmen muss ich auch über ihr neuestes Werk. Ein so fein gestalteter Lyrikband mit dem Titel Längst fällige Verwilderung, Gedichte und Gespinste. Schauen Sie sich den Band mal an. Was für ein feines Lein, was für eine schöne Schrift, die Farben dazu und dann erstmal der Inhalt. Sie werden hier Leute zur Lyrik bekommen, die vielleicht noch nie sich mit Lyrik beschäftigt haben. Das ist so gut gemacht. Es ist modern, es ist frech, aber es ist nicht abgehoben, sondern es spricht einem aus dem Herzen. Und am besten, Sie verschenken beide Bücher zusammen. Ich verspreche Ihnen, es ist das perfekte Geschenk für die beste Freundin, für Ihre Tochter, für Ihre Schwester, für Ihre Tante, Mutter. Ach, es ist, ich denke schon besonders für Frauen, aber das ist ja dann Ihre Entscheidung. Eine wirklich gute Entscheidung hat jedenfalls Georg Zwölfer aus der Nähe von Sinsheim mit seiner und damit auch schon der letzten Empfehlung in der heutigen Folge, nämlich für die visuell Gepolten. Der 4. Januar. Gelb. Glück bedeutet eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Ingrid Bergmann. Ein schöner Auftakt für ein Jahr. Der 3. April. Helles Grün. Es geht darum, dass ein gutes Buch eine Einladung ist, die man annimmt, obwohl man nicht weiß, was einen erwartet. Simon Lappert. Ich denke nach. Montag, der 12. Juni. Blau.
Der Aufschub ist ein Dieb der Zeit. Edward Young. Ich sollte meinen Schreibtisch aufräumen. 16. September. Rostrot. Wenn du eine Garantie haben willst, kauf dir einen Toaster. Clint Eastwood. Ich denke mir, go ahead, make my day. 14. November. Ein grünes Blau. Gegen einen gepflegten Mord habe ich nichts, aber eine blutige Sauerei ist mir zuwider. Ingrid Noll. Ich schmunzel. Abreißen und loslassen. Ein Kalender, ein wunderbarer Begleiter für das neue Jahr. Ich freue mich auf 2023. Ja, und ich würde mich ja freuen, wenn Georg mir den kompletten Kalender vorlesen würde. Aber zudem freue ich mich natürlich ebenfalls auf das neue Jahr. Doch bitteschön erst einmal auf die Vorweihnachts- und dann auch die Festtagszeit. Für eben diese wünsche ich euch, liebe ZuhörerInnen, liebe BuchhändlerInnen, liebe LeserInnen, hervorragende Lektüre, interessierte Kundschaft, dankbare Beschenkte und beglückende Geschenke. Also jede Menge Bücher. Und eine friedliche und freundliche Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Und wer nicht genug Bücher daheim hat und auch nicht auf dem Gabentisch gefunden oder wer gar noch mehr Inspiration benötigt, lausche doch einfach noch einmal die Folgen unseres Podcasts der vergangenen Monate. Denn jedes der dort vorgestellten Bücher ist für irgendjemanden das perfekte Geschenk. Zu finden sind die Folgen allesamt überall dort, wo es Podcasts gibt. Und worüber wir sprechen, die Buchtitel und Namen der AutorInnen, sind jeweils in den Shownotes zu finden. So, nun habe ich aber wirklich genug gequasselt für dieses Jahr. Adieu aus Zürich, eure Martha Schoknecht. Wer soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast@diogenes.ch.